Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Kristall Randomizer Nuzlocke Challenge. Beim letzten Mal sind wir hier auf die Wasserroute gegangen und dieses Mal wollen wir nach Anemonia City durchkommen. Wäre ganz cool. Und ja, ich gucke gerade nochmal ins Team, weil es ist schon ein bisschen her seit dem letzten Mal. So, was haben wir denn hier so für tolle Moves drauf? Okay. Okay. Kopfnussstärke, ja, passt alles. Ich meine mich an diese ganzen Sachen erinnern zu können. Ein Surfer, ja, Megakick, okay. Okay, so. Ich habe ein paar Pokémon nachgeguckt, was sie lernen können und per Level-Up ist da echt nicht viel bei. Jetzt will ich nochmal gucken, was wir denn für TMs haben, damit ich den Sachen irgendwie was beibringen kann. Kann bitte irgendwer noch Surfer lernen? Wäre ganz cool, ja, auf Nidorino zu haben, weil es halt sonst nichts lernt, leider. Also, es lernt halt wirklich nichts Brauchbares, also werde ich da Surfer draufklatschen. Was halt mit das Stärkste ist, was ich ihm beibringen kann. Und den Giftstachel brauchen wir eh nicht. Weil wir haben ja keine Attacken, Lehrer und TMs mit guten Moves zur Verfügung. Und so. Okay, ein Suicune. Okay. Das hätte ich gerne gehabt. Wir dürfen ja auf den Inseln dann später auch noch was fangen, ne? Dürfen wir? So, hi du. Wenn du eine Pause brauchst, dann halte deinen Kopf über Wasser und paddle mit den Füßen. Auf diese Weise legst du eine Ruhepause ein und sammelst Energie. Danke für diese unglaublich wichtige Information. Darauf wäre ich von selbst nie gekommen. Oh Gott, ein Rabauz. Es wird mir so unglaublich viel können nicht, denn Mantax kann natürlich absolut nichts dagegen tun, nicht. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Nicht. Das wird hoffentlich. Ja, das ist eindeutig genug Damage. Damit kann ich arbeiten. So, der Blubber sollte ausreichen. Ich will hier keine AP für Blubstrahl verschwenden. Wir leben in harten Zeiten hier. Harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen. Und deswegen darf ich leider nicht auf den Blubstrahl gehen. Octillery, hallo. Bambi, go. Mantax kann da eher wenig tun, glaube ich. Wage ich zu behaupten. Da ist Bambi dann doch noch mit das Stärkste gegen. Hier, Stärke, go. Haha, das Stärkste, Stärke. Hier, Bambi ist jetzt auf den Grund des Meeres getaucht, um einen Stein zu holen, um dem Octillery in den Kopf zu werfen. Und was, man kann die Stärke zurückschrecken? Tragen wir den Kingstein? Ach ja, stimmt, wir tragen den Kingstein. Okay, ich war schon verwirrt. Ich war schon minimalst verwirrt. Hä, was? Wie schreckt er zurück? Das ist Stärke. Da sollte man nicht zurückschrecken. So, aber egal. Level 24. Die Werte? Ich weiß nicht. Oh, du bist ausgerüttet als ich. Ja, ich surfe auf einem Apollo. Ich darf ausgerüttet sein. Und ich würde auch gerne irgendwann mal wieder an Land gehen. Hallo Trainer. Wir haben keinen Schutz, oder? Nein? Okay, hallo, noch ein Suicune. Nice. Die scheinen ja nicht gerade selten zu sein. Und weg. So, hi. Hier gibt es hohe Wellen. Das macht dich schnell müde. Wieso reden hier alle von Müdigkeit? Was ist das denn hier? Willkommen auf Route, keine Ahnung, zu müde zum Zählen. Schon mal Genadi, that name. Mit einem Rasaf. Oh, das hätte ich auch gerne. Level 20, okay. Solange jetzt kein Crit, solange er mich jetzt nicht wegkrittet, sollte ich was tanken, so Blubstrahl. Tschüss, Rasaf. Bitte. Okay, das ist kein Schaden. Init sinkt. Okay, nice. Raserei. Macht keinen Damage. Ja, gar nichts. Okay, gut zu wissen. Ich würde mich trotzdem einmal gerne kurz heilen. Haben wir Heil-Items? Wir haben Super-Train. Kommt ein Berserk-Gen. Ich darf niemals das Berserk-Gen vergessen. Das ist ultra wichtig. Nicht. Naja, Spam weiter Raserei. Ich habe nur Angst, dass er gleich irgendwie eine, wenn ich seinen Angriff erhöht habe, einen Karateschlag raushaut und mich wegquittet. Verständlich, glaube ich. So,
Reich, bitte? Okay. Ja, klar reicht's nicht. Ich bin ja behindert. Man hätte ja auf einen Crit hoffen können. Ja, ja. Das ist kein Damage, glaube ich. Ich rede viel zu viel über Damage. Ich sollte mir etwas zum Reden überlegen. Oder ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, das Skype-Fenster im Hintergrund zu schließen, aber es geht nicht. Ich kann es einfach nicht tun. Das Problem dabei ist nämlich, das sieht man dann. Und ich will das nicht, dass man das sieht. Garados, hallo. Diese Situation ist natürlich jetzt eher ungünstig. Ja. Bullshit. Bambi, regel das mal bitte. Oh Gott, that's bright. Diese Nase. Hat es die immer noch? Die sieht echt nicht gut aus. Das sieht echt ungesund aus, was es da im Kopf stecken hat. Okay, Flinch, Bambi der Hexgott, legt wieder los. So, Garados wurde besiegt. Nice, paar XP. Finde ich auch gut und wurde besiegt. Okay, schön. Ich bin besiegt. Ja, ich weiß. Captain Obvious Strikes Back. So. Der nähern wir uns von vorne. Hi. Bevor ich noch nicht von hinten komme. Das tut es nicht unangemeldet. Wow. Das Wetter ist so herrlich. Ich bin richtig benommen. Ja, das ist auch eine Form von Müdigkeit. Und Magda, okay. Hat ein Funpi im Wasser. Also ich würde auch mein Funpi im Wasser kämpfen lassen. Ich meine, es als Boden-Pokémon kämpft super gerne im Wasser. Das ist ein Zuhause. Ich meine, guckt es euch an, es ist blau. Guckt euch an, wie fröhlich und blass es ist. Warum soll es so blass? Aber egal, es fühlt sich zu Hause. Ist ein sehr glückliches Funpi. Ein sehr, sehr glückliches Funpi. Und Magda wurde besiegt. Nice. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung wir müssen. Wir müssen irgendwo nach links. Hallo Trainer. Habe ich schon erwähnt, dass ich keine Wasserrouten mag? Ich mag die nicht. Suchst du die geheime City Strudel im Sinn? Nein, aktuell suche ich ja nach Anemonia City, welches irgendwo im Westen sein sollte. Mein lieber Herr Alexei. Schreibt man das so? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall dein Quapo. Okay, das ist jetzt minimal ungünstig. Weil wir haben keinen Switch-In. Superschall, go. Hexe to death. Das überlebt es nicht. Nie und nimmer überlebt es das. Es wird jetzt zerfickt. Ja genau, da geht's los. Da haut es sich selber. Hier, Zerschneider, hau dich nochmal selber. Bitte. Bitte hau dich. Go, go, go. Danke. Smarty durch die Verwirrung hat mehr Schaden als ich ihn mit dem Zerschneider. Das finde ich ein bisschen traurig. Und ich glaube, der Zerschneider sogar das Stärkste, das sie einsetzen können. Warte mal. Moment, ich rechne das mal eben aus. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Base Power Zerschneider dieser Gen hat. Ich kann es auch nicht nachgucken. Doch, oder? Kann ich? Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht auf Attacken gehen. Okay. Lupfschrei hat auf jeden Fall 65. Plus Stab. Also nochmal irgendwie 32 bis 33 drauf. Und die Hälfte davon sind circa 45, 46. Ich probiere mal den Blubstrahl aus. Komm, noch an, ob der Schneider jetzt 50 oder 40 Stärke hat. Oh ne, der Duplex-Hieb. 1, 2. Oh man, dieser Damage ist echt OP. Overpowered. Moment, Ich könnte Light reinwechseln, ich könnte es aber auch lassen, weil das echt gefährlich ist. Ich meine, was mache ich, wenn es nicht auf eine normale Attacke geht? Dann bin ich am Arsch. Wie er da kein Damage macht, wäre ich mal gewechselt. Ach nee, Moment, habe ich predicted. Den Mist habe ich predicted. Outplayed. 1, 2, okay, es trifft einfach immer nur zweimal. So, jetzt können wir gucken, ob Blubstrahl stärker ist. Wenn Blubstrahl jetzt reicht, ist Blubstrahl stärker als Zerschneider. Okay, Blubstrahl ist stärker. Nice. Okay, gut zu wissen. Kein Level Up. Schade. Alexei wurde besiegt. Ach, du hast viel Ausdauer. Ja, ich weiß, dass ich viel Ausdauer habe. Ich bin ja auch... Gott.
Ich weiß, das ist sehr, das kommt jetzt sehr schockierend für einige von euch, aber es ist halt leider so. Ich kann auch nichts dran ändern. Ein Girafarik schwimmt hier durch die See. Natürlich. Warum auch nicht, ne? Girafarik, sie schwimmen auch immer überall rum. Immer. Absolut kein Problem, dass die hier rumschwimmen wie die letzten Gurken. Diese Encounter-Wait. Ah. Habe ich keinen Schutz? Ah, wieder ein Suicune. Schön. Hi. Ich bin froh, dich zu sehen. Also... Komm, wir haben noch bestimmt irgendwie Schutz. Bitte. Irgendwo. Nein. Na toll. Bullshit. Nachts sammeln sich Sterne, du nahe der Wasseroberfläche. Und übrigens, wenn wir einen Mondstein finden, werde ich sofort meinen Nidorino entwickeln. Weil es lernt eh keine guten Moves. Nichts davon wäre stärker als Surfer und... Nidoking lernt den Fuchtler auch selber. Das wäre das Stärkste, was es lernen kann. Und ja, ich würde sofort entwickeln, wenn ich es kann. Blubstrahl. So, ja. Mach mal bitte das Nidoking da weg. Das wäre super nett. Es lebt. Okay, fuck. Was kommt jetzt? Ein Tackle. Oh mein Gott, ultra stark. Ihr seht schon, wie stark der Movepool von Nidoking in diesem Spiel ist. Er ist quasi nicht vorhanden. Aber hier ist sowieso der Level-Up-Move-Pool noch extrem stark begrenzt. Also hier lernen die Pokémon ja fast gar nichts. Das ist echt nicht feierlich. Ein Dragon. Sollte ich sowas normal machen müssen, werde ich wahrscheinlich noch ein 5th-Gen-Spiel nehmen. So, gegen Dragoran haben wir Joey. Weil ich mag die 5. Generation, müsst ihr wissen. So. Und in der 5. Generation lernen die Pokémon so schön viele Moves und so ein Stuff. So, Windstoß, go. Mach das, Drago. Wieso gehe ich auf Windstoß, wenn ich Pulverschnee habe? Leute, ich bin ein Genie. Und ich frage einfach nicht, wie dieses Dragoran Wickel einsetzt. Ich stelle es einfach nicht in Frage. So, Pulverschnee, go. Wenn es jetzt reicht, wäre das cool. Also, bei vollem KP hat es nicht gereicht, kann ich nicht sagen. So, es reicht. Okay, nice. Nice. Obwohl, vielleicht jetzt doch gereicht. Ich laber wahrscheinlich schon wieder scheiße. So, besiegt. Anemonia City irgendwo hier bald. Ja, okay. Cool, ich freue mich. Pokémon Center heilen. Wuhu. Ich muss in den Supermarkt noch ganz viele Tränke kaufen. Heile mich. Ich meine, meine Pokémon. Heile sie. Vielen Dank. So. Was kann man nach vorne setzen? Also Mantax nicht. Wie setzt denn Light nach vorne? Light darf dann wieder Leute mit seinem Surfer ertränken. So nett wie er ist, ne? So. Das ist die Apotheke, richtig? Ja, dein Pokémon scheint es... Nein, das ist nicht die Apotheke. Das ist doch, das ist die Apotheke. Okay, ich hab's. Das sollte das Problem lösen. Yay, ein Geheimtrank. Der hat sogar eine eigene Musik bekommen. Dip, 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 dip. Mein Geheimtrank ist sehr stark. Ich biete ihn nur in Notfällen an. Tust du das? Was für ein Zufall. So. Eigentlich können wir direkt in die Arena gehen. So. Light ist vorne. Light regelt das hier. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Meine Pokémon und mich verbindet unsere Freundschaft. Dieses Band wird nie zerreißen. Naja, das wird es nie. Ich sehe schon kommen, wie es innerhalb der nächsten 10 Sekunden elendig verrecken wird. So, ich habe... Ah, Xava heißt. Okay, ein Sandama. Habe ich predicted? Natürlich habe ich das mit Light predicted, dann... Oh Gott, das Level. Ich fühle mich schon wieder minimal underleveled. Aber egal, Surfer sollte trotzdem ausreichen. Sandama hat nicht vorhandene Spezialverteidigung. Und Light hat einen monströsen Spezialangriff. Was? Okay, ich hatte gerade minimal Angst vor einer Bodenattacke. Aber da kam nur der Giftstachel. Absolut kein Problem. Surfer sollte seinen Darm aus dem Spiel nehmen können. Hoffe ich. Wäre sehr cool. Ja, das war's für Sandama. Und Level 24 für Light. Nice. Was könnte man jetzt nach vorne setzen?
Nidorino, ne? Das kann ja auch Surfer, also. Ah ja, die kommen direkt nacheinander, okay. Wir Meister der Kampfkunst haben vor nichts Angst. Okay. Außer vielleicht vor Light wahrscheinlich, ne? Weil Light ist schon ein ziemlich krasser Typ. Jeff, okay. Mit einem Yugong, okay. Da ist jetzt Light nicht so optimal. Obwohl. Ich gehe mal auf Hypnose. Natürlich verfehle ich. Aurora-Strahl, macht bitte nicht viel Schaden. Das ist eigentlich schon zu viel. Ich gehe rüber in... Joey? Fragezeichen. In Bambi. Los, Bambi, mach was. Bitte. Und nimm bitte nicht so viel Schaden vom Aurora-Strahl. Wäre sehr freundlich. Danke. Sehr schön, so. Stärke. Flinch, bitte. Wie viel Schaden? Nicht genug. Das war kein Flinch. Bambi, lebe. Okay, ich tank sogar noch einen Aurora-Strahl. Stärke, go. Go, go, go. Flinch, bitte. Danke. So, Kopfnuss reicht jetzt. Bambi hat die Situation geklärt. Nice. So, dann könnte ich jetzt endlich mal ein anderes Pokémon nach vorne setzen. Und zwar wird dieses Pokémon sein Joey. Okay. Dann mach mal Joey. Worte sind nutzlos. Lass deine Fäuste sprechen. Okay. Ich werde es versuchen. Du besitzt ein Arktos. Hm. Komisch. Ich auch. Episches Battle auf all times. Go, Pulverschnee. Freeze, bitte. Kann man Eis-Pokémon hier freezen? Ich weiß es nicht. Das ist kein Damage. Wie viel Damage machst du, Joey? Okay, wir machen uns beide gegenseitig keinen Damage. Okay, wer zuerst den Crit bekommt, gewinnt. Oh, und ansonsten gewinnt Joey, sowieso, weil Joey outspeedet. Oh, Windstoß ist stärker, okay. Okay. Dann spammen wir beide Windstoß. Kein Problem. Geh weg mit dem Pulverschnee. Geh einfach weg. Crit bitte, Joey. Warum crittest du nicht? Ich glaube, ich werde Joey gleich heilen müssen. Okay, da war der Crit. Jetzt werde ich mich heilen. So. Wo sind meine Supertränke? Warum ist das nicht sortiert? Ah, so. Supertrank auf Joey. Joey wird den epischen Kampf Arktos gegen Arktos gewinnen. Habe ich gerade beschlossen. Weil Joey cooler ist als dieses Arktos. Nice, Crit. Wundervoll. Gut gemacht, Joey. Und wie viel macht der Pulverschnee? Immer noch nix. Nice, kein Crit. Okay, alles gut. Windstoß, Arktos weg. Okay, Joey hat gewonnen. Und das komplett fair. So, Level 24 für Joey. Schön. Und was hat der Typ dann noch? Ein Donphan. Okay. Das lassen wir Mantax machen. Mantax hat damit ab schon die besten Chancen. Ich hatte nämlich Angst, dass er eine Steinattacke hat. Die könnte Mantax auch tanken, aber Joey wird die nie und immer tanken. Also einfach Bluffstrahl drauf. Hoffen, dass es reicht. Okay, es reicht nicht, aber immerhin outspeeden wir. Und es setzt Dreschflegel ein. Aua. Es tut ein bisschen weh. Aber es reicht ja. Schön. So, damit ist Donphan erledigt. Und damit sollten wir jetzt auch gleich zum Arena-Leiter gehen können, glaube ich. Aber wisst ihr was? Den würden wir dann eben im nächsten Part machen. Ich würde mich dann vorhin stellen. Nein, da kommt noch ein Trainer. Okay. Ein Trainer noch. Ich wollte nicht in den Pokédex. Ich wollte Horny nach vorne stellen. So. Dann brauchen wir Stärke. Bambi, schiebt bitte alle Felsen hier weg.
den da und den da und dann den da, so. Gegen die Wut meiner Fäuste können deine Pokémon nichts ausrichten. Lass mich raten, im Original spielt er ein Razaf. Wage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Und zwei Mankeys wahrscheinlich. Ein Safcon, oh mein Gott. OP, ich habe verloren. Ich muss aufgeben, ich kann nichts tun. Ich kann nichts gegen die Wut seiner Fäuste machen. So, Horny, Surf ist weg. Bitte. Erspare uns diesen viel zu langen Kampf. Oh Gott, der Härtner. Ich habe verloren. Der Almighty Härtner zerstört mein Team. Ist ja nicht so, als würde Horny hier alles mit Surfer wecken können. Level 24, okay. Kein neuer Move, die Werte sind auch noch nicht so prickelnd. Und Aerodactyl, nice one. Können wir mit Surfer rausnehmen. Das kann uns gar nichts. Biss, oh mein Gott. Plister und Flinch. Ich sagte nicht flinchen. Flügelschlag, okay, da kannst du nicht flinchen. Komm einfach durch und zerstöre dieses Aerodactyl. Oh Gott, das macht bitte viel Damage. Bitte reiche. Es muss einfach reichen. Go Horny, du schaffst das. Was? Zur Hölle. Ein kleines Problem. Und das heißt Aerodactyl. So Superkraut, bitte. Superkraut. Supertrank. Das Superkraut. Reimt sich auf Sauerkraut. Aber das ist einfach viel zu viel Damage. Plister und Flinch. Horny, komm durch. Okay. Schön. So, habe ich noch Heilung irgendwo? Vitalkraut, belebt siegte Pokémon. Habe ich nicht. Okay, ich muss etwas reinholen. Das Zweier, das ihn outspeedet und was tankt. Horny, wie ist deine Verteidigung? 39, okay. Du nicht. Du wahrscheinlich schon. 36. ...43. Ich versuch's mit Mantax. Ich versuche ihn zu outspeeden und dann zu killen. Okay, Mantax, du musst outspeeden. Okay, wir haben Mantax verloren. Fuck. Mann. Ja, Joey tankt den Flügelschlag und kann ich dann rausnehmen. Joey hat 2 getankt. Warum habe ich nicht Joey geholt? Das ist unnötig. Also richtig. Botogel. So, dann dürfen wir uns in diesem Part auch noch einen Ersatz für Mantax raussuchen. Toll. Ich freue mich ja so. Glut. Mach das Botogel bitte fertig. Es kann eh nichts. Außer es haut jetzt das OP-Geschenk raus, quittet damit und dann ist Kaffeebecher auch tot. Ist das das OP-Geschenk? Okay, nein, das ist das Schwache, okay. Okay, ich hatte schon Angst, dass das OP-Geschenk ist. Und Botogel wurde besiegt. Nice. XP für Kaffeebecher, Kaffeebecher Level 24 und... Das war's für Schwarzgut Tim. Ich wurde zerschmettert. Das wurdest du. Aber Mantax leider auch.
Hat Mantax ein Item? Nein. Tschüss, Mantax. So, was nehmen wir dafür mit? Daniela. Neues Wasser-Pokémon. Oder Klaus. Nein, wir nehmen eigentlich Daniela. Mitnehmen. So. Daniela kann was für Attacken? Blubber, Rauchwolke, Silberblick, Aquaknarre. Ich hätte kein Problem damit, wenn Daniela noch eine TM lernt. Kannst du Surfer lernen? Wäre echt nice. Ein Step-Surfer. Natürlich nicht, okay. Kannst du... Wir haben keine guten TMs, außer Genesung vielleicht. Aber Genesung will ich ihm nicht beibringen. Ihr meine ich, tut mir leid. So Leute, ich heile jetzt noch meine Pokémon. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.